So, einen wunderschönen guten Tag und schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du ja vielleicht mitbekommen hast, habe ich ja das Thema Berichtsheft angefangen. Das heißt also, ich mache ab und zu mal eine News oder ein Thema, über das ich quasi im Berichtsheft schreibe, wie in der Ausbildung früher auch. Und das heutige Thema ist das Thema Tischkreissäge. Die Tischkreissäge braucht man immer. Was heißt immer? Man kann viele Sachen auch mit einer Bandsäge machen oder mit einer Stichsäge. Aber so eine Tischkreissäge ist schon eine ganz tolle Arbeitserleichterung in der Werkstatt. Ich habe mir vor einem halben Jahr eine neue Tischkreissäge geholt. Jetzt neulich habe ich dann nochmal was zugeschnitten und dann ist mir aufgefallen, da sind so ein paar Kleinigkeiten, die mich dann doch jetzt so langsam stören. Das heißt, der Winkel ist nicht richtig eingestellt oder der Parallelanschlag zum Sägeblatt. Und ja, auf diese Themen möchte ich jetzt im Berichtsheftbereich Tischkreissäge eingehen. Wir gehen erstmal zu meiner Tischkreissäge und dann gucken wir da mal drüber. So, wie du siehst, ist meine Tischkreissäge eigentlich eine ganz normale für eine relativ bezahlbare Größe. Ja? Sie hat hier einen großen Parallelanschlag. Sie hat einen Queranschlag und sie hat ein Schiebeschlitten. Ich finde, das sind Dinge, die eine Tischkreissäge natürlich mitbringen sollten. Und ja, das sind aber allerdings auch Dinge, die Ungenauigkeiten beim Sägen hervorrufen können. Zum Beispiel dieser Schiebeschlitten. Dieser Schiebeschlitten ist ja beweglich. Dadurch, dass er beweglich ist, gibt es da sehr wahrscheinlich auch ein bisschen Spiel irgendwo. Ja? Das heißt, dass die Platte ein bisschen sich nach links und rechts bewegt oder vielleicht sogar so ein bisschen schräg. Das sind dann Dinge, die man vielleicht mit zwei, drei Schräubchen nochmal korrigieren kann, gegebenenfalls gut ausbessern kann. So, und in dieser Reihe sprechen wir ganz spezifisch über diese Tischkreissäge. Ich denke mal, dass diese ganzen kleinen Tipps und diese kleinen Verbesserungen, die wir im Laufe der Zeit an dieser Säge machen werden, sich auch sicherlich auf andere Kreissägen anwenden werden können. Aber speziell für alle Leute da draußen, die jetzt interessiert sind, was das für eine Säge ist, ist das die TECC 2025 UF von Einhell. Die Säge hat ungefähr 330 € gekostet, war im Angebot, das ist ein ganz tolles Ding. Aber ich habe auch viel recherchiert im Vorfeld und viele haben geschrieben, auch bei hochwertigen Herstellern, also auch blaue Maschinen oder gelb, grüne, wie auch immer, ja, dass eine Maschine, wenn sie kommt, wenn sie geliefert wird, feinjustiert werden muss. Und gerade diese Feinjustierung ist für jemanden wie für mich, der eigentlich technisch von solchen Dingen überhaupt gar keine Ahnung hat, weil ich gelernter Bäcker bin und mich umschule auf einen Altenpfleger, ja, das gar nicht in meinen Kopf reingeht. Und da arbeiten wir uns ganz langsam dran. Ist es falsch oder ist es richtig? Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir als allererstes mal über den Aufbau einer Tischkreissäge. So, eine Tischkreissäge besteht natürlich aus einem Sägeblatt, einer Säge, beziehungsweise einem Sägetisch, wo man das Werkstück drüber bewegen kann. Man schiebt das Werkstück zur Kreissäge hin. Das Blatt bewegt sich gegen den Uhrzeigersinn und so entsteht hier die Sägewirkung. Die meisten Tischkreissägen lassen sich in der Höhe und im Winkel verstellen. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten am Rädchen drehe, verändere ich die Höhe des Sägeblattes. Und wenn ich jetzt hier unten diesen Hebel hier löse, dann kann ich, wenn ich dann dieses Rad hier drehe, den Winkel bzw. die Neigung ändern. Hier ist auch wieder eine kleine Stelle. Wenn man die Maschine auspackt, muss man am Anfang auch diesen Winkel hier kalibrieren und einstellen. Aber dazu kommen wir später dann nochmal. So eine Tischkreissäge hat natürlich auch einen Anschalter und auch einen Ausschalter. Wenn ihr ein bisschen mehr Sicherheit haben möchtet, könnt ihr euch solche Notausknöpfe organisieren und könnt die auch hier ran machen, denn so ein Notaus ist natürlich immer ein bisschen schicker, weil man dann schneller handeln kann. Auf dieser Kreissäge befinden sich hier noch einige Warnhinweise, die zum Beispiel darauf deuten lassen, dass man nicht ins Sägeblatt greifen soll, dass man den Gehörschutz nutzen soll, dass man mit Staubmaske arbeiten soll und auch mit Schutzbrille. Und weil Einhell hier so gut zu seinen Leuten ist, haben sie gesagt, ja, tun wir noch einen Schiebestock dabei. Ja, das ist hier so ein standardmäßiger Kunststoffschiebestock, aber das ist auch egal, denn der greift sich wirklich sehr gut. Ja, und der war halt mit dabei.
Natürlich besteht auch irgendwann das Interesse daran, vielleicht sich mehr mit verschiedenen Kreissägeblättern auseinanderzusetzen. Dann muss man natürlich auch das Werkzeug dafür haben, um das Kreissägeblatt zu wechseln. Hier hat Einhell mitgedacht, diese zwei Schlüssel. Das ist ein kleinerer und ein größerer, weil das Kreissägeblatt mit zwei Muttern befestigt ist. Diese einfach hier an der Seite festzumachen. Das finde ich ganz toll. Man muss nicht suchen und man hat immer alles am Mann. So, wenn man jetzt hergehen möchte, man hat das Sägeblatt ausgefahren, möchte man sich ja auch ein Streifen schneiden. Dann nimmt man seinen Parallelanschlag, legt diesen in die entsprechende Führungsschiene, sucht sich dann das Maß raus, was man haben möchte. Sagen wir hier 6 cm. Man rastet hier ein. Zack. Und schon kann man sich hier 6 cm Streifen schneiden. Ja, und manchmal möchte man gerne auch mal einen Winkel schneiden. Dafür gibt es dann diese Winkelzusätze hier. Den steckt man dann quasi einfach hier rein. Und dann kann man hier anhand einer Skala sich den passenden Winkel einstellen. So. Und schon kann ich quasi dann den Winkel sägen, beziehungsweise das Stück sägen auf meinem Schiebeschlitten. Ein besonders wichtiges Merkmal einer Tischkreissäge ist, dass diese auch über eine Absauganlage verfügt, beziehungsweise über einen Anschluss für eine Absauganlage verfügt. Hier kann man im besten Falle ganz normale Staubsauger dran anschließen, vielleicht sogar Industriesauger oder wer es schon hat, eine Absauganlage extra zum Beispiel für Sägespäne. Und was für mich mittlerweile besonders wichtig ist, ist dann das Typenschild. Auf diesen Typenschildern ist dann auch oft zu erkennen, wie viele Umdrehungen pro Minute diese Maschine macht, was die maximale Schnitthöhe in welchem Winkel ist. Zum Beispiel bei 90 Grad haben wir eine maximale Schnitthöhe von 78 mm, bei 45 Grad nur 53 mm. Auf diesem Typenschild erkennt man auch, welche Sägeblätter man benötigt, welches Durchmesser das Sägeblatt haben sollte, bei mir sind es 250 mm, und welchen Durchmesser der innere Kranz hat. An diesem inneren Kranz wird das Sägeblatt gehalten. Der ist hier 30 mm. Und dann steht hier natürlich auch noch die Dicke der Spaltklinge. Die Spaltklinge ist hier 2 mm angegeben. Das Kreissägeblatt selbst hat eine Stärke von 2,7 mm. So. Die Dicke der Spaltklinge ist dann interessant, wenn du das Kreissägeblatt wechseln möchtest. Und dann musst du mal schauen, ob du gegebenenfalls auch dann die Position des Spaltkeils veränderst. Oder vielleicht sogar einen neuen orderst. Wenn du nämlich eine schmalere Kreissägeblatt holst, kann es vielleicht sogar sein, dass du gar kein Spaltkeil mehr brauchst. Aber das steht dann auch auf dem Verpackungshinweis. Im Regelfall würde ich dir empfehlen, den Spaltkeil drauf zu lassen. Wieso der Spaltkeil so wichtig ist, zeige ich dir jetzt. Normalerweise schiebt man ja hier ein Werkstück durch und sägt. Es bildet sich ja dann ein Schnitt. Irgendwann am Ende dieses Schneidevorgangs bist du komplett durch und beide Teile lassen sich frei bewegen. Es kann manchmal sein, dass durch einen sogenannten Knockback oder Kickback das Teil zurückgeschossen wird. Man sieht das manchmal in Filmen, dass kleinere Teile sich dann nur so ein bisschen bewegen, ja, so ein bisschen hin und her wackeln. Aber manchmal sind ganz kleine Teile, werden wirklich zurückgeworfen. Sie werden dann mit 4500 Umdrehungen bei dieser Säge zurückgeschleudert und gegen denjenigen geschmissen, der vor der Maschine steht. Deswegen, dieser Spaltkeil verhindert das. Der Spaltkeil trennt am Ende des Sägevorgangs das Werkstück so weit von der Zahnung, dass der hinterste Zahn, das Teil nicht mehr nach oben wegschleudern kann. Also auch hier immer Vorsicht, wenn man nicht unbedingt drauf verzichten muss, immer die Empfehlung, lasst diesen Spaltkeil dran. Gut, wir haben nun über alle Funktionen dieser Tischkreissäge mal gesprochen und im nächsten Video werden wir uns daran machen, einzelne Funktionen etwas zu verbessern. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und würde mich wirklich freuen, wenn du mich abonnierst und wir dann im nächsten Video weiter darüber sprechen können, wie wir an der Feinjustierung umschrauben können. Dann bis zum nächsten Mal.